Hallihallo, Hallöchen, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Wizard 101. Der Kevin Kupferknospe ist wieder am Start und ich befinde mich, immer noch in Malibone. Aber nur, weil ich hier ein bisschen nach Alteisen suche. Ich weiß auch gar nicht, ob ich Lust habe, jetzt zu Ende zu suchen danach. Denn es gibt ja eigentlich noch viel interessantere Sachen zu tun. Ich latsche jetzt mal aber trotzdem einfach hier den Weg zurück in Richtung des Ausgangs und vielleicht kommt mir ja noch ein bisschen Alteisen. Habe ich auch eben Alteisen gesagt? Naja, vielleicht läuft mir noch was Alteisen über den Weg. Ich hoffe es mal. Huch! Da laufen sie wieder. Die Burschen. Die Strolche. Bei Call of Duty sagen die Strolche. Da liegt Nebelholz. Nein, es ist Medal of Honor und nicht Call of Duty. Ich sag dauernd Call of Duty. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme. Guten Tag, Herr Polizist. Wo geht's denn hier lang? Ach, guck mal, da bin ich schon automatisch auf dem richtigen Weg. Was haben wir hier? Ach, Mann. Nebelholz, dieses scheiß Nebelholz überall. Hey, was hast du denn da? Rezepte? Ne, Rezepte brauche ich nicht. Ich brauche Zutaten. Zutaten, Zutaten. Lass mal gucken, ob hier noch irgendjemand ist. Aber ich glaube, es war ja so. Nee, nee, das muss ich finden. Das kannst du nirgendwo kaufen, das Alteisen. Scheiße, oder? Das ist schon ärgerlich irgendwie. Naja. Ich gehe jetzt mal einfach noch hier ein bisschen entlang. Und werde ja sehen, ob irgendwas auf meinem Weg liegt. Ihr wolltet übrigens, dass ich nochmal meine Ausrüstung zeige. Mache ich mal gerade. Meine Ausrüstung ist momentan das. Ich trage die Drachenpuschen. Ihr seht das ja da oben. Wenn ich muss das jetzt nicht alles vorlesen. Wenn euch das sehr, sehr interessiert, dann stoppt einfach das Video. Drückt kurz auf Pause. Dann könnt ihr euch das in Ruhe durchlesen, die Attribute. Also die Drachenpuschen. Drachenschild-Amulett. Dunkelrotschwinge. Ach so, das ist mein Reittier. Herr Effi, das ist mein Haustier. Kartenspiel der Reflexion. Kopfschmuck des Drachenfeuers. Achso, ich könnte auch mal da draufklicken, ne? Ring des Wolfsgeheuls. Und der Sonnendolche. Stab der Vergebung. Unbeständiges Gewand. So, jetzt gehe ich aber mal nach Huss. Ne, Quatsch. Ich suche gerade mal hier, den Weg zurück. Vielleicht liegt hier trotzdem noch Alteisen rum. Aber wisst ihr was? Ich glaube, das mache ich einfach wirklich. Ich suche dieses verfluchte Alteisen offscreen und gut ist. Es macht einfach keinen Sinn, im Let's Play danach zu suchen. So, und weiter geht's. Wieder nach Wizard City. Vielleicht habe ich ja mal Glück und irgendjemand verkauft Alteisen im Bazar. Aber die Frage ist, wer... Wer gibt sein Alteisen in den Bazar? Das behält doch jeder. Obwohl es jetzt auch nicht total selten ist. Nur ist, man kann es halt nicht kaufen, man muss es sich blöd zusammensuchen. Das ist das Ärgerliche. Hm. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich hier was finde. Das wäre so schön. Guck mal, es ist früh am Morgen. Ich spiele gerade total früh am Tag. Ich hatte gerade Nachtdienst und dachte, scheiße, ich muss noch eine Folge aufnehmen, sonst komme ich nicht mehr dazu. Und deswegen spiele ich jetzt total früh, eigentlich hundemüde. Achso, das sind Karten, Ausrüstung. Amethyst und Aquamarin wieder mal. Ach Mann, ihr seid doch blöd. Dann kaufen wir... Ich sollte auch nach einem neuen Zauberstab Ausschau halten. Ne? Wie lustig. Wie lustig auch, dass ich das nicht kapiert hatte.
Ich hatte hier drauf geklickt und dachte, ah, das ist rangiert alles auf Platz 1, okay. Und das hier auf Platz 100, also sind die Sachen besser. Nein, diese Sachen sind nur einmal da, die Sachen sind 100 Mal da. Trotzdem sind diese Sachen besser meistens, weil wenn es nur einmal da ist, ist es heiß begehrt. Wenn man 100 Mal das kaufen kann, heißt das ja auch dementsprechend, dass diese Sachen so oft verkauft wurden, nicht wahr? So, ich, verwendbar, Moment, Stufe, ich sortiere das mal nach Stufe. Was habe ich denn da? Plus 30% super Dings. Aber ich habe da das noch mit drin, ne? Ich zeige jetzt mit dem Finger auf dem Bildschirm, aber ihr könnt das ja nicht sehen. Der Stab der Vergebung, den ich da habe, der ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Von daher, ach ja. Ach so, ich bin ja schon Stufe 54. Kommt, Leute, vergessen was. Gehen wir mal weiter hier im Programm. Wo war ich denn jetzt eigentlich mit zugange? Ja, ich möchte den Typ in Krokotopia besiegen. Aber nicht in dieser Folge, nicht in dieser Aufnahmesession von einer Folge. Das mache ich ein andermal. Da muss ich mich dann auch nochmal drauf vorbereiten. Ach hier, ach Spinnen, ach da sind schon wieder die Spinnen, genau. Ach, wir suchen das entlaufene Haustier, das ist doch lustig. Das ist mal was anderes. Früher oder später muss ich eh wieder gegen die ganzen blöden Spinnen kämpfen, also es nützt ja eh nichts, ne? Lalalalala. Oh, ich hatte mir irgendwas aufgeschrieben zu Wizard 101. Lass mich mal gerade gucken. Na geh schon rein. Ab nach Dragon's Fire. Ich hatte mir irgendeine Notiz gemacht. So wie ich das ja öfter mache. Wizard 101 to do heißt die Notiz. Die Obernotiz. Genau, es war ein Thema, das ich ansprechen sollte. Und zwar, weil sich dieses Let's Play auch kleine, wohl kleine Kinder angucken. Ne? Geschwister von etwas älteren Zuschauern und Zuschauerinnen. Und ich halte mich ja wirklich... Ach, guck mal, den kenne ich noch gar nicht. Wie sieht der denn aus? Hat den Krug auf dem Rücken? Der sieht ja komisch aus. Da, zu dem komme ich wahrscheinlich später. Nun ja, ich sollte auf jeden Fall mal das Thema Schimpfwörter ansprechen. Kinder und Schimpfwörter. So, und das Thema Schimpfwörter. Tja, was soll ich dazu sagen? Ich bin jetzt erwachsen, ich benutze Schimpfwörter inflationär, wenn mir danach ist. Aber es gibt kleine Kinder, meine Kinder zum Beispiel sind auch klein. Und da werde ich schon ein bisschen sauer, wenn die Schimpfwörter benutzen. Denn ich finde meistens die Leute, die so richtig mit den Schimpfwörtern um sich schmeißen, die kann ich nicht richtig ernst nehmen. Die finde ich irgendwie, die wirken so ein bisschen asozial, wenn die sich die ganze Zeit beschimpfen. So mit Arschloch, ach, noch viel schlimmere Sachen. Die werde ich jetzt hier natürlich nicht alles sagen, weil ich ja jetzt weiß, dass ja auch kleine Kinder zugucken. Guck mal, das sieht ja geil aus, oder? Ja, das hat für mich so, das senkt so das Niveau total. Das kennt man ja von diesen Talkshow-Assis so ein bisschen, ne? Wenn sie sich die ganze Zeit so beschimpfen und anmaulen und sich so die übelsten Namen geben, dann denkt man, boah Leute, seid ihr bescheuert? Euch kann doch kein Mensch ernst nehmen, oder? Das kann doch kein Mensch ernst nehmen, wenn man sich die ganze Zeit auf so einem Niveau unterhält. Ey, du Spasti. So, halt mal deinem Bruder jetzt die Ohren zu. Ey, du Wichser, du blöder Spasti, Vollidiot. Ey, du Schlappschwanz. Ey, du Vollpfosten. Was willst du von mir, du Arschloch?
So, jetzt habe ich ja genug geschimpft. Naja, auf jeden Fall gibt es so Leute, die unterhalten sich tatsächlich so. Ich muss sagen, auch jemand aus meinem näheren Bekanntenkreis, der hat sich so mit seiner Freundin, seine Freundin und er, die haben sich so unterhalten, ne? Hallo, wenn man schon lange zusammen ist und so, dann spricht man sich denn nicht, doch nicht so an. Ey, du Spasti. Ich käme niemals im Leben auf die Idee, meine Freundin oder meine Frau Spasti zu nennen. Ey, du Arschloch. Komm mal her. Nett, oder? Netter Umgangston. Och, mein kleines, süßes Arschlöchelchen. Dies ist der richtige Ort. Aber Zinder ist nirgends zu sehen. Zinder ist bestimmt der, den ich eben gesehen habe. Was bist du denn für einer? Rezepte? Ich brauche keine Rezepte jetzt. Jetzt sprechen wir wieder mit Sarik Spitzhack. Spitzkack. Der kackt so ganz spitze Kegel. Oh, das Niveau sinkt. Das Niveau sinkt. Aber ich bin ja auch müde. Ich bin so müde, dass ich eigentlich jetzt ins Bett gehen muss. Mach ich auch gleich. War mir sicher, dass sie dort sein würde. Das ist nicht das erste Mal, dass Zinder weggelaufen ist. Früher hatte ich eine kleine Drachlingspfeife. Ich bin mir nicht sicher, wo sie sein könnte. Und meine ich mache mir solche Sorgen um meine kleine Zinder. Ich hoffe, sie steckt nicht in Schwierigkeiten. Warum gehst du nicht selber und holst deine Pfeife, du Pfeife? Mein Gott, als wären die Leute alle wie angewurzelt, ne? Als könnten die sich keinen Meter mehr bewegen. So plötzlich sind die verzaubert worden. Ich kann mich hier nicht mehr wegbewegen. Kevin, du musst alles für uns machen. Die sind einfach nur stinkerfaul. Ja, ich muss Malister besiegen, weißt du? Ich muss hier die Welt retten quasi. Und wirklich wichtige Sachen machen. Ah, hier muss ich schon wieder kämpfen. Na super. Zu guter als Abschluss zu dieser Folge hier, die dauert nämlich nur noch 3 Minuten. Müssen wir jetzt wahrscheinlich hier einen Kampf erledigen. Na gut, lass mal gucken. Oh, guck mal. Entjeschnoss. Da gucke ich mal gerade in meine Kartensammlung. Komm, bitte bumm, bitte bumm. Reicht das hier? Es muss reichen. Ist das mein... Welches Kartenspiel ist das denn jetzt hier? Genau, hier. Kartenspiel umbenennen. Super, Leute. Vielen Dank für diesen Tipp. Das wusste ich gar nicht. Das ist sehr, sehr, sehr hilfreich. Das werde ich auch wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen machen. Aber nicht jetzt. Das ist sehr gut. Ne, das war diese Karte. Für unterwegs, ne? Für auf der Straße. Reflexion oder Lotus? Nee, Lotus kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Gut, wir gehen mal einfach in den Kampf. Gucken, was wir hier machen. Müssen wir die besiegen. Ach, 4800 schon direkt mal wieder auf einen Schlag, weißt du? So, jetzt könnte ich natürlich direkt mal hier das Elementarschild perfekt gebrauchen. Aber ich hab's nicht. Gut. Gucken wir mal, was dieser Kampf für uns bereithält. Ui! Da wird direkt auf die Kacke gehauen hier. Was? 48? Das war jetzt aber nicht so ernst zu nehmen, ne? Minus 50%, du Mistratte. 50... Ach. 50%, das ist viel zu blöd. So, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die mich nicht mit Feuer angreifen. Dann haben wir hier noch im Angebot. Elementarklinge, die brauche ich gleich. Eine Feuerfalle kriegt jetzt erstmal jeder. Die ist ja sogar Eis und müsste von meinen Feuerangriffen theoretisch ziemlich schnell kaputt gehen. So, außerdem im Angebot... Das erstmal. Sehr schön. Aber jetzt werde ich wahrscheinlich als erstes angegriffen. Nein. Oh, Leute. Ich hatte mich ja schon in meinem Vlog Nummer 5 bedankt bei euch. Komm hier.
Zeit ist jetzt gleich hier vorbei. Aber den Kampf mache ich noch zu Ende. Bedankt bei euch für... Moment, ich muss mal gerade überlegen. Sorry, sorry. Feuerklinge. Aha. Für eure ganzen Vorschläge an Spielen, die ich spielen soll, wenn ich einen neuen PC habe. Okay, ich habe keinen niegelnagelneuen PC. Also, der ist schon neu, aber das ist jetzt kein High-End-PC. Ne? So ein High-End-PC, den kannst du ab 1300 oder so kaufen. Deutlich steigend. Und nach oben hin offen quasi. Kannst richtig viel Geld ausgeben für einen High-End-PC. Meiner wird wohl laut Aussage einiger Leute so obere Mittelklasse sein. Damit kann ich aber schon eine Menge Sachen spielen. Ob ich damit jetzt tatsächlich die allerneuesten Spiele zocken kann, das sei mal dahingestellt. Das weiß ich nicht. Ah, wundervoll. Wundervoller. Und die haben hier immer noch nicht wirklich was abgezogen. Gut, aber es erscheint jetzt am 24. Dezember ein sehr cooles Spiel. Ich erzähle noch nicht, was es ist. Und das möchte ich auf jeden Fall spielen. So, so gerne. Aber ob es dazu auch wirklich kommt, tja, das sehen wir dann. Ne? Und wann es dazu kommt. Auf jeden Fall wird sich hier demnächst einiges tun. Wizard 101 werde ich dann natürlich auch in der vollsten Auflösung spielen. So dass es noch ein bisschen detaillierter alles ist und so. Sehr cool. Oh ja, 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 ja. Da kommt einiges auf euch zu. Ihr könnt euch freuen, Freunde. Und ich freue mich auch. Tja, aber bis dahin dauert es noch ein paar Tage. Muss mich erstmal Geld organisieren. Banküberfall. Und dann... ja, muss ich mir das Teil erstmal besorgen. Bauen lassen. So, komm hier, jetzt mach mal das Schild kaputt von der Tante und dann benutzte den Drachen. Komm jetzt, Kevin. Gut. Jetzt darf die Alte sich nicht wieder ein Turmschild machen. Jetzt greift nämlich doch Kevin an. Doch Kevin, obwohl der hier kann noch das gebrauchen. Komm, nee, ich mach dem noch eine Elementarfalle drauf. Weil der 4800 hat. Ich muss dem alles abziehen, was geht. Damit wir die Sache schnell hinter uns haben. Sehr gut, ich habe immer noch den Schild drin. Oh, doch nicht? Ups, war der schon weg? Scheiße. Naja. Trotzdem habe ich überhaupt gar keine Bedenken, dass ich diesen Kampf hier verlieren könnte. Irgendwie bin ich ganz gut gerüstet mal. Ist doch auch mal ganz nett. So, jetzt leg los. Sehr schön. Wie, du machst Turmschild. Ich kille dich, du... Sehr gut. Ich hab nichts gesagt. Gut, dann wird sie jetzt auf jeden Fall mal kaputt gehen. Und der andere Typ... Ja, der wird dann durch den runden Zauber vom Drachen kaputt gehen. Und danach ist die Folge zu Ende. Aber ich kann vorhersagen, wie ein Weltmeister. Ihr merkt gerade, ich rede so ein bisschen Schwachsinn. 1, 2, 3, 4, 5. Boah, den erwischt jetzt eiskalt. Wundervoll. Und du bist sowieso hinüber. Weil du nämlich blöd bist. Aha, oh, wuhu, das war aber heiß. So, und er hat jetzt noch 1369. Oh, dafür reicht mein Rundenzauber nicht. Aber wir haben hier noch jemanden. Den können wir sogar direkt einsetzen. Das ist ja geil, oder? Kommt auch nicht so häufig vor. Ja, dann ist er gleich direkt hinüber. Ich habe ja immer noch eine Klinge drauf. Habe ich da eben nicht aufgepasst oder so? Mir eine Klinge doppelt gegeben. Ist auch egal. Oh, der füllt sich auf, der Schweine. Priester, 167. Pff, damit kannst du aber auch nichts reißen. Was haben wir? Nicht die coolere Mütze. Drache und Elefant hintereinander. Siehste, zack. Jetzt ist er hinüber. Tschüsschen. Es war schön mit dir. Jetzt kommt noch der Rundenzauber drauf.
Tschüss. Ja, das war's. Der Kristallomant lässt eine kleine silberne Pfeife fallen. Der Kristallomant? Der ist ja bekloppt. So, jetzt sprechen wir aber erst in der nächsten Folge mit Sarik Spitzhack. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal und tschüss.